Hallo und herzlich willkommen. Saisonauftakt. Greuther führt gegen den FC Bayern München. Ja, und ihr könnt es euch sicherlich denken, ich bin der FC Bayern, beziehungsweise ich, Alf Puschen, bin jetzt Trainer beim FC Bayern, meiner Lieblingsmannschaft der letzten Jahre. Und ja, ich habe mir gedacht, ich fange jetzt eine neue Saison an mit meiner absoluten Lieblingsmannschaft. Wenn ich den Mario Götze verpflichten kann. Und was soll ich euch sagen, liebe Freunde? Es ist mir gelungen. Ich habe noch vor dem ersten Saisonspiel hier gegen Greuther Fürth den Mario Götze von Borussia Dortmund verpflichten können. So, ich habe ganze 50 Millionen Euro für Mario Götze ausgegeben. Und ja, ich werde ihn auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit einwechseln. Und jetzt, ja, mein allererstes Spiel, FIFA 13 mit dem FC Bayern. Seitdem ich FIFA 13 habe, habe ich eigentlich immer nur mit Ajax Amsterdam gespielt. Aber wie bereits eben schon erwähnt, ist es jetzt endlich an der Zeit, wieder zu den Wurzeln, sage ich jetzt mal, zurückzugehen. Und dieses schwere Spiel mit, ja, Bayern gegen Greuther Fürth. Ich kann in diesem Spiel nur verlieren, das weiß ich. Ich habe jetzt einige Tage keinen, oder Wochen vielleicht schon. Oh! Dicke Chance. Ja, ich habe eine ganze Zeit schon kein FIFA mehr gespielt und dann auch immer mit Ajax. Und ich muss mich hier, oh, Fehlpass Alaba. Ich muss mich jetzt hier wirklich erstmal einfuchsen. Wie sich, oh Mann. Wie sich das mit den einzelnen Spielern verhält. So, Ribéry. Und Schweinsteiger. Legt wieder ab auf Ribéry. Was macht Ribéry? Ihr seht Schweinsteiger. Schweinsteiger auf. Och, Gomez. Ah. Ja, das war jetzt nicht so gut. Von der Mario. So, also die sind hier recht. Och, Foulspiel hier. Gleich dazwischen gehen, gleich zumachen. Oh. Oh. So. Thomas Müller auf Frank Ribéry. Ach komm, das muss er alleine machen. Ist doch schnell genug, der Frank. Frank Ribéry, der Kleine. Und einfach mal abziehen. Abgefälscht. Ja. So, Schweinsteiger. Philipp Lahm. Kommt nicht an das Ding. Mensch, was ist denn hier los mit den einfachsten Pässe? Kommen hier nicht an und dann sowas. Eieiei. So, Batschstuber jetzt. Hat es ja leider momentan am Kreuzband verletzt, wollte ich schon sagen. In real life. Und ja, aber hier ist er noch dabei. Frank Ribéry. Richtig guter Pass und Ribéry! Eieiei! Also der Ribéry wird mir Spaß machen. Der macht mir ja jetzt schon Spaß. So, Boateng. Ist bei diesem Spiel, finde ich, wendiger, als er es in echt immer aussieht. So, Thomas Müller. Schöner Pass wieder. Frank Ribéry versucht es jetzt mal. Anders. Ah, aber Anders spielt nicht mit. Also ich finde, bei FIFA 13 ist das ein Riesenunterschied. Ich habe vorher noch FIFA 10 gespielt, ja. FIFA 11 und 12 hatte ich nicht, weil ich bei FIFA 10 eine richtig geile Saison hatte. Und ja, aber bei FIFA 10 war es dann leider so, dass irgendwann meine DVD, also die DVD von FIFA 2010 für die Xbox hat einen Kratzer bekommen, warum auch immer, oder einen Kratzer gehabt. Und ja, jedes fünfte Spiel, sage ich jetzt mal, wurde das Spiel abgebrochen. Und irgendwann hat mich das nur noch genervt, sodass ich dann irgendwann gesagt habe, so, FIFA 13 muss her. Und ja, also es ist ganz anders als FIFA 10. Was ich aber auch gut finde, also nicht, dass es hier
So, Frank Ribéry wieder über links. Der Wirbelwind jetzt mal hier auf Müller. Und der kommt nicht durch. Greuther Fürth hält gut dagegen. Steht gut hinten in der Abwehr, wie ich finde. Boateng zuerst am Ball. Und wieder auf Ribéry. Geht hier alles über Ribéry. Mario Gomez ist ja fraglich, ob er noch lange jetzt hier. Und Arjen Robben! Wir kennen ja seinen Linken, der war aber nicht so gut. Ribéry mit der Hacke. Gomez. So, nicht so wendig und agil. So. Müller, Schweinsteiger. Wieder der Versuch auf Gomez. Der erste Torschuss vom FC Bayern jetzt. Mario Gomez. So, wir wissen ja alle, in Real Life hat der FC Bayern mit dieser Mannschaft alles gewonnen, was geht. Nur gegen Leverkusen einmal verloren in der Bundesliga. Mal gucken, ob ich das hier auch schaffe. Es ist auf jeden Fall zumindest mein erklärtes Ziel. Und ja, das Triple zu holen, das Triple. Und naja, beim FC Bayern muss man halt diese Saisonziele auch in Angriff nehmen. So, Badstuber steht hier immer noch 0-0. Mit Ajax war ich so zuletzt richtig gut eingespielt. Hier beim FC Bayern wird das wohl noch etwas dauern. Oh, und Mario Gomez. Heieiei, der lupft drüber weg. Das kann er besser. So. In der Halbzeit habe ich mir, naja gut, kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit werde ich ja den Götze auf jeden Fall mal einwechseln. Ich weiß noch nicht, wen ich hier rausnehme. Hätte ich den Götze nicht verpflichten können. Sensationeller Pass auf Martinez. Jawohl. Xavi Martinez mit dem 1-0 in der 39. Minute. Sensationell. Xavi Martinez für den FC Bayern. Ja, hier nochmal die Sofortwiederholung. So, jetzt bin ich ja gespannt, wie Greuther dafür reagiert. Wie es hier weitergeht. Och, gleich ein Foulspiel. Ich hab Mai. Trotzdem immer noch 1-0 für den FC Bayern hier. Oh, bin gespannt, ob ich hier ohne Gegentor bleibe. Bei FIFA 13 habe ich das selten geschafft in meiner Ajax-Saison. So, und hier Gomez. Ribéry. Versucht hier, wen schickt er da? Den Müller. Aber Greuther Fürth klärt. Vorher fürs Erste. So, Alaba auf Ribéry. Schweinsteiger. Der zieht einfach mal ab und... Greuther für Torwart ist dran. Mein Lieber. Da wäre fast das 2-0 gefallen. So, Philipp Lahm. Kriegt hier den Ball nicht. Schade, wenn er den gekriegt hätte, wäre das ein richtig schöner. So, da muss einer rauskommen. Da kommt. Aber Manuel Neuer. Der sensationell starke Rückhalt. So. Ich sag einfach mal, weiter geht's und Halbzeit. Jawohl. Halbzeit 1-0 durch Martinez. Greuther Fürth, ja, wenn man das als Chance werten will, möchte. Hier Martinez mit der Nummer 8 nochmal. Konnte er sich durchsetzen, schießt das Ding ins Netz. Sensationell hier nochmal die Chance von Schweini. Und dann, wer war das? War das der Müller? Der Badstuber? Irgendjemand hat da noch aufs Tor geköpft. Naja, hier nochmal die anderen halber. Oha, HSV führt 1-0. So, weiter geht's. Nöte raus, Nene rein bei Greuther Fürth. Mal gucken, ob das die Änderung bringt. Der FC Bayern mit Trainer Alf Puschen, das bin ich, hat noch nicht gewechselt. So, und jetzt
Robben mit dem Pass auf Martinez, aber der kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Bin ja gespannt auf Arjen Robben in der zweiten Halbzeit jetzt. Erste Halbzeit war ja nicht so viel zu, nicht viel zu sehen von Arjen Robben. Freistoß jetzt Kräuter führt. Und ja, den Konter rausköpfen. So, Müller, aber Gomez alleine und ja, sensationeller Pass auf Arjen Robben. Boah! Und Gomez unter die Latte, der geht aber nicht rein. Martinez versucht es nochmal. Mensch, das muss ich mir nachher nochmal in der Aufzeichnung ansehen. Da wurde Robben irgendwie am Schuss gehindert. Ob es jetzt ein Foul war oder nicht, ist ja erstmal nebensächlich. Der Konter von Kräuter Fürth läuft noch. Anschließend hat Gomez ja nochmal unter die Latte getroffen. So, der FC Bayern bleibt ohne Gegentor. Ribéry klärt. Lass uns mal gucken, wir sind schon in der 52. Spielminute. Oh, müssen wir natürlich gucken, nicht das. Ah, so, Schweini. Oh, der Gomez kriegt ihn da nicht gepasst. Robben auf Thomas Müller. Der Fehlpass. Oh, kommt er da ran, der Arjen Robben. So, wunderbar. Martinez erobert den Ball, aber verliert ihn gleich wieder und erobert ihn wieder. Hin und her, her und hin. So, Robben auf Müller. Können die Bayern jetzt hier nochmal Mario Gomez? Nein, ganz schlechter Abschluss. Ganz schwacher Abschluss. So, 58. Minute. Das heißt für mich gleich schon mal. Ach! Wieso ist da keiner? Bloß den Konter vermeiden. Schweini. Ah. Also Kräuter Fürth macht hier ein gutes Spiel. Stärker als erwartet. Und bloß. Oh, gut. So, beim nächsten. Ich werde jetzt mal ins Teammanagement gehen. Ich werde mich mal darauf vorbereiten, dass ich hier gleich wechseln kann. Wie sieht es denn aus? Ich nehme mal tatsächlich Müller raus und bringe den Mario Götze. Und außerdem bringe ich den. Ah, den Pizarro mal für Gomez. Das werde ich mal machen. Die zwei Wechsel werde ich vornehmen. So, Manuel Neuer, da brauchen wir ja beim Rückpass eigentlich keine Ahnung, keine Angst haben. Wenn das nächste Mal das Spiel unterbrochen ist, werden die Wechsel dann auch ausgeführt. Na, kriegt er den? Nee, kriegt er nicht. Ist doch die Frage, ob Mario Gomez bei mir im Sturm bleiben wird oder ob ich den auch nach Italien verkaufe. Nein, also im Ernst, ich finde es schade, dass Mario Gomez den Verein verlassen hat. Er hat sich gegen das Kämpfen entschieden und ja, schade, schade. So, jetzt nochmal Pass auf Arjen Robben. Den auf links legen diesmal, aber er schafft es wieder nicht. Ja, da habe ich das Spiel mit den Arjen Robben noch nicht ganz raus. Jetzt Schweini nochmal. Und Thomas Müller, der wird ja gleich raus. Ah. Ja, der Trick nicht funktioniert. So, Boateng. So, Boateng ist auf den Spieler rauf. So. Konter über Müller. Wo spielt er hin? Hohes Ding auf Robben, der kommt ran, aber dann ist das Ding auch schon gleich wieder weg. So, ah. So, irgendwie müsste ich das Ding jetzt mal ans Auskloppen, damit ich wechseln kann. Ich könnte auch ein Tor schießen. Ah, oh, bloß kein Zulassen, das wäre natürlich doof. Das wäre doof. Puh, da war der Neuer da, der Manuel Neuer, der einst von Schalke gekommen ist. Ich glaube für 20 Millionen habe ich, das war immer meine allererste Verpflichtung bei FIFA 10 noch, wenn ich eine neue Saison angefangen habe, Manuel Neuer zu verpflichten. Heute brauche ich das nicht mehr. So, Götze für Thomas Müller und Pizarro für Gomez. Bin ja gespannt, ob ich jetzt mit diesem Wechsel nochmal. So, wo ist er denn, der Gomez? Hier ist erstmal der Pizarro.
habe ich gerade Gomez gesagt. Der Götze, den meine ich. Schweini kriegt den Ball hier nicht. So, und jetzt, da ist er, der Pizarro. Robben! Ah, der war auch nicht so gut. Was ist denn mit dem Robben los hier? Normalerweise hat er doch einen saustarken Dinken. Ist allerdings auch das erste Mal, dass ich so richtig mit dieser Mannschaft in FIFA 13 spiele. Und also auch mit Arjen Robben. Bei FIFA 10 war das ja alles einfacher mit Arjen Robben. Robben war ja ein Cheat, quasi. Hat mein Kumpel Sascha immer gesagt. Robben, Robben, das ist ein Cheat. Ah. Wo ist denn hier der Götze, sag mal? Versteckt er sich? So, lieber 1-0 gewinnen, als nochmal in die Situation kommen zu müssen, hier unbedingt ein zweites Tor zu machen. So, Ribéry, der ist eigentlich schnell, wird aber aufgehalten. So, und das Stellungsspiel der Bayern gefällt mir weniger gut. Pizarro versucht hier nochmal. So, da war Götze zumindest offensichtlich erster Ballkontakt. Ich habe 50 Millionen für Götze hingeblättert. 54 Millionen hatte ich. Ich habe natürlich zwei Spieler verkauft jetzt auch noch. Einmal Timoschuk habe ich verkauft. Der ist in der Bundesliga geblieben. Und dann, wie heißt ein anderer Außenverteidiger? Den Van Gaal damals mitgebracht hat. Rafinha. Robben mit rechts. Na, das kann ja nichts werden. Ja, die beiden habe ich verkauft, die Moschung und Rafinha. Deswegen habe ich jetzt noch knapp 9 Millionen Budget, um nochmal einzukaufen. Ich glaube, ich werde aber nicht mehr einkaufen, denn mit Götze... Ich habe jetzt genug gute und junge Spieler. Ich werde in der nächsten Saison wieder das ganze Geld, was ich habe, für ein oder zwei Spieler ausgeben. Mal gucken, wer das wird. Oh. Manometer hier in der 85. Minute fast nochmal so Robben. Der ist doch schnell. Jetzt soll er seine Geschwindigkeit mal ausspielen. Götze. So, Götze ist hier nicht so schnell, wie ich es erwartet hatte. Was die Schnelligkeit angeht, hat mich Ribéry aber sehr überrascht. So, Martinez jetzt. Oh, den verliert er. Zweikampf. Aber er holt ihn sich dann nochmal wieder. So, erstaunlich schwache Halbzeit hier von mir. So, Pizarro nochmal. Wer ist mitgelaufen? Das ist der Philipp Lahme. Pass. Och, ganz schlechter Pass. Den wollte ich eigentlich ein Stück zurücklegen. So, jetzt nochmal Schweinsteiger. Götze. Götze. Ah. Hält einer seinen Fuß davor. So eine Minute Nachspielzeit. Irgendwie an den Ball kommen und dann hoffen. Nee, faulen ist dann nicht so meins. Oh. Ah, da sind genug mit zurückgeeilt. Und das war's. Auftaktsieg für den FC Bayern. 1-0 durch oder dank Martinez. Das Spiel selbst war ja nicht so überragend. Da verspreche ich auf jeden Fall Steigerung. Ich glaube, wenn meine Ajax-Let's Plays gesehen habt, das waren zwar auch die ersten auf FIFA 13, das war so lala. Aber zuletzt die Spiele, die ich alle nicht mehr aufgenommen habe, weil ich muss auch sagen, FIFA 13 ist ein Spiel, was ich oft auch nachts... Mensch, jetzt habe ich aber einen Kasper. FIFA 13 ist für mich ein Spiel, was ich oft auch nachts spiele. Und ja, wenn ich nachts spiele, dann kann ich mit diesem Kommentar nicht aufnehmen, weil hier einfach alles schläft und ich auch ein bisschen ruhiger sein muss. Ich habe dann den Spielesound auch auf den Kopfhörern. Es ist eigentlich ein Spiel für mich zum Abspannen. So, Götze nur 5. Ribéry und Robben, ja. Schweinsteiger und Martinez mit 8,3 Spieler des Tages. Das ist in Ordnung. So. Spielereignisse. Gut. Ich sag jetzt mal, das war mein erstes Let's Play für, oder auf. Mit dem FC Bayern und FIFA 13. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet wieder rein. Und ja, wie fandet ihr mein erstes FIFA 13 Let's Play jetzt für diesen Kanal? Und ja, schreibt mir das mal in die Kommentare, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, euch das Spiel doch irgendwie oder mein Kommentar gefallen hat.
Schreibt mal was dazu. Interessiert mich auf jeden Fall sehr. Das war's von mir. Wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Bis soweit. Bis dahin. Ciao.